Gute Winde. Atlantischer Ozean. Naja, mal gucken, was uns an diesem Tag erwartet. Und übrigens, ich werde diesen Szenen hier nie überspringen. Also nur so als jede Information. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Dürfen wir schießen? Bitte, bitte, dürfen wir schießen? Achtung! Alle runter! Interessant. Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt? Eine Kanone lädt? Eine Seeschlacht führt? Nein, das darf nicht. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen? Oh, schade. Sichert die Luke! Sichert die Luke! Hater. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Ich bin kein Anzeichen von Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Darum geht es ja also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Dann werden wir denen mal was zeigen, was wir können. So. Dann lass mal sehen. Okay. War's das jetzt schon? Oh, das ging ja verdammt schnell. Ich sag dir, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut. Die wollen uns anscheinend loswerfen. Das ist ein bisschen scheiße von denen. Später am selben Tag. Oh. Wir müssen die Taue sichern! Ich sagte, das ist Wahnsinn. Beruhigt euch! Ich werde mich darum kümmern. Okay, die machen wir mal schnell. Ah, komm schon. So. Na los, komm schon, schneller. Komm. Okay. Jetzt schnell dort vorne hinsprinten. Los, das schaffen wir. So, schnell. Ah, kletter doch mal. Okay, hier nochmal. So, schneller los, komm schon. Ja. Ungünstig. Das beschädigte Tau reparieren.
Los. Komm schon, sonst... Ja, komm. So, jetzt haben wir es doch geschafft, oder? Das Segel von der Ra packen, okay. Sollen wir jetzt hier hochklettern? Anscheinend schon. Nein. Ah. Kletter hoch. Oh, jetzt müssen wir hier außen dran und schnell hoch. So. Und ich glaube, wir sind jetzt oben, oder? Wo müssen wir hin? Es leckt gerade etwas, also die Tonspur könnte gerade etwas verzerrt sein. Fallen lassen? Nein! Fuck, so kann ich nicht spielen. Ich versuch's doch schon. Mach hier jetzt hin. Schneller, los. Komm schon. Jetzt, schneller. Ah, los. Also Entschuldigung, dass es gerade so leckt, aber... Ja, was ist denn jetzt? Warum bin ich jetzt so weit weg? Also irgendwas stimmt ja mit der Kamera überhaupt nicht. Irgendwas zieht ja auch viel zu viel Leistung. Na, ich kann nicht mehr richtig lenken. So, jetzt. Los. Puh, geschafft. So, jetzt haben wir's. Oh. Verdammt. Okay, schnell. Zeitlimit. Ich hoffe bloß, es weckt jetzt nicht, dass wir es im Zeitlimit schaffen. Fuck. Desynchronisiert. Aber ich hab doch alles gemacht. Ich bin... Oh, verdammt. So, schaffen wir es jetzt. Ich beeile mich doch schon. Na komm. So, jetzt haben wir. Bitteschön. So. Ich glaube, wir haben den Sturm überstanden. Ja. Atlantischer Ozean, Tag 72. Mal sehen. Ich glaube, wir sind jetzt in Boston angekommen, oder? Wie sieht's aus? Da sind wir noch auf dem offenen Meer. Ich weiß es nicht. Den Captain am Bug treffen. Die scheinen alle ein bisschen über Bord zu reiern, wie ich das so höre. So, hier. Sollen wir den hier treffen? Hier geht's schon mal hoch. Und jetzt da lang. Rettet euch
bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Okay, auf zu den Krähennest. So, jetzt müssen wir hier hoch, oder was? Oder müssen wir woanders hoch? Ne, wir müssen hier hoch. Na, lass mich jetzt... Okay, das mit dem Klettern müssen wir noch üben. Aber wir sind ja auch noch in der Anfangsphase, so. Und jetzt hoch. Ich habe irgendwie das Gefühl, umso mehr wir von der Karte aufdecken, umso stärker werden die Lags. Ich weiß nicht warum. Also das ist ein bisschen scheiße, dass das so laggt. Ich glaube, da werde ich später mal noch was in den Optionen ändern müssen. Obwohl es jetzt wieder geht. Ich weiß immer nicht, woran das liegt. Oh, jetzt sind wir auf jeden Fall auch oben. Das ist schon mal gut. Oh. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 3. Sequenz 1. Reise in die neue Welt und wir haben die Mission beendet.